Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Willkommen bei Future Weekly, dem Startup-Podcast. Heute mit mir Markus und der großartigen Hanna. Und ja, Michael. Hallo. Genau, und der Michael ist auch schon da. Da sieht man den unternehmerischen Spirit. Der braucht nicht einmal eine Aufforderung. Er stellt sich einfach vor, das finde ich großartig. Michael, du bist unser heutiger Gast. Wir sind wie immer am Sonntag, Montag bei unserem Deep Dive. Deep Dive heißt, wir tauchen ein bisschen ein in die Welt von Gründerinnen und Gründern. Und heute haben wir mit dir mal einen internationalen Gast. Und wir starten eigentlich immer ganz traditionell mit einem Blick auf dein LinkedIn. Und da steht relativ trocken CEO at Startmate. Erzähl uns mal von Startmate und von deiner Rolle. Ja, also Startmate ist der älteste und größte Startup Accelerator in Australien und Neuseeland. Wir sind hier schon seit 12 Jahren eigentlich. Wir haben in über 200 Startups investiert, die über 2 Milliarden wert sind. Und mittlerweile machen wir auch noch ganz andere Sachen als ein Accelerator. Wir helfen ungefähr 1500 Leuten in Startups zu arbeiten und wir haben auch noch Programme für ungefähr 200 Investor pro Jahr. Also wir rennen ungefähr 10 bis 15 verschiedene Programme jedes Jahr. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, in Australien, in Sydney ein Taxi nimmst oder ein Uber und der Taxifahrer fragt dich, was du machst, wie erklärst du ihm das? das Einfachste, was ich sage, ist, wir investieren in Startups. Wir investieren in Startups, wenn es extremst early ist, sehr, sehr am Anfang. Wir investieren 120 australische, 1000 australische Dollar pro Startup, wirklich, wenn es noch Ideen sind. Und ein, zwei Gründer ohne Team, oft auch kein Produkt. Und wir leben das eben so früh wie möglich zu investieren. Das Modell kommt mir durchaus auch ein bisschen bekannt vor von einem sehr großen oder sehr bekannten amerikanischen Accelerator, der Y Combinator. War das Inspiration für das, was ihr da aufgebaut habt? Ja, sicher. Also YC ist der älteste Accelerator auf der ganzen Welt. Also ich glaube, das war der erste Accelerator ever. Die haben definitiv das Modell erschaffen. Accelerator selber sind eigentlich ziemlich interessant von einer Business Model Perspektive. Du hast halt verschiedene Accelerator, wo du entweder bekommst Government Funding, aber das sind die Initiativen halt nicht so aligned. Du bekommst Corporate Funding, wo ich auch persönlich finde, dass die Initiativen nicht so aligned sind, weil du eigentlich probierst, die großen Firmen zu helfen und nicht den Startups. Und bei Startmate und bei Y Combinator sind halt das Business Modell ein bisschen anders. Wo das Geld kommt wirklich von Leuten, die halt das Geld investieren wollen. Bei uns Startmate ist auch ein bisschen anders als Y Combinator. Y Combinator hat einen riesen Fund, den sie investieren. Bei uns ist eigentlich so, dass jeder einzelne Mentor ist ein Gründer oder ein Ex-Gründer und jeder einzelne Mentor in unserem Programm muss 10.000 Dollar investieren, um zu mentoren. Und das ist halt so eine andere interessante Initiative, wo du wirklich Skin in the Game hast und den Startups und den Gründern wirklich helfen willst. Also sehr ähnlich zu Y Combinator und das würde ich halt noch sagen, ist halt so spezifisch australisch. Du hast jetzt Skin in the Game angesprochen. Was meinst du damit? Ja, Skin in the Game. Wie gesagt, ich habe schon lange Deutsch gesprochen, deswegen definitiv ein bisschen Denglisch hier. Skin in the Game bei uns geht es halt wirklich darum, dass du einfach Anteil hast an, wenn es den Startups gut geht, weil du investiert hast, also bekommst du auch die ganze Upside, aber du, wenn die Startups und die Kohorte halt nicht so gut läuft, dann verlierst du auch deine 10.000 Dollar. Also Skin in the Game heißt ja wirklich, dass du dich bemühen musst, um da irgendwie was rauszubekommen. Super spannend. Gehen da jetzt schon recht tief hinein, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen hineinfühlen, wie bist du überhaupt nach Australien gekommen? Wenn ich auf dein LinkedIn schaue, sehe ich, dass du auf der WU den CEMS Master gemacht, der ist ja auch recht bekannt. Vielleicht führ uns mal an den Anfang. Ja, voll. Also ich habe meine Karriere überhaupt begonnen in American Express. Ich habe mir gedacht, was braucht jede Firma?
Und das war für mich Finanzen und deswegen habe ich mal einfach mal in Google Sheets und Excel reingeschaut und P&Ls und Balance Sheets und so weiter. Und das war ganz interessant, aber war nicht so ganz meins. Dann, wie jeder Business-Student, habe ich mir ein bisschen Consulting rumgeschaut. Also ich habe bei KPMG und PwC gearbeitet. Das war auch noch in Europa, eben in Irland und in Deutschland und in Österreich. Und dann habe ich einen Master gemacht, den Sales Master International Management. Ich habe ihn damals an der BU und in Stockholm gemacht. Damals meine Freundin kennengelernt, die Australierin ist. Und auf dem Work-and-Travel-Visa bin ich hergekommen. Ich hatte noch überhaupt keine Startup-Experience damals. Und deswegen habe ich echt in einer Facebook-Gruppe alles gepostet. Hey, hat jemand einen Job für mich in Australien? Und ich habe einen Job bekommen in einem 2-Personen-Startup, das Madpost geheißen hat. Also das ist ein Marketplace für Pet-Sitters. Also wenn du einen Hund oder eine Katze hast und einen Pet-Sitter brauchst, dann kannst du den halt finden. Das ist ein Modell, das halt von den USA also kopiert wurde. Und das Startup ist jetzt auch schon auf der Australian Stock Exchange. Und das war halt so meine Journey into Startups. Und wie war das damals für dich? Ich meine, du kommst in ein neues Land, komplett neues Umfeld und dann gleich einmal so ein kleines Startup, was du von der Pike an quasi mitbegleitest. Ist dir das leicht gefallen? Was waren da so die größten Herausforderungen oder Überraschungen für dich? Ja, voll. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich erwarten konnte. Also es war extrem cool, weil wir wirklich zu zweit, zu dritt waren und du musstest halt alles machen. Du musstest von Facebook-Marketing zu am Telefon sitzen mit Leuten, wo der Hund weggelaufen ist, zu Product-Management, ein bisschen auf der Website. Und das war halt das Coole dann. Das hat mir halt extremst gefallen, weil du halt wirklich einen, weil du wusstest, jeden Tag, was du machst, hat wirklich einen Impact auf die Leute, mit denen du halt arbeitest und auf deine Customer. Und das war extremst cool. Für mich eigentlich, ich nenne das immer so der Shower Thought. Also wenn du über deine Arbeit denkst, wenn du unter der Dusche bist, dann weißt du, dass es die richtige Arbeit ist. Und das war genau so, weil du unter der Dusche bist, oh mein Gott, was kann ich alles noch machen, was habe ich alles noch für gute Ideen. Und das war halt so, oh wow, Startups sind für mich. Sehr gut, die Shower Thoughts, I like. Machen wir noch einen kleinen Schritt noch ein bisschen weiter zurück, weil ich habe gesehen, du warst auch schon im Gymnasium in Österreich. Was ist, aber grundsätzlich glaube ich, oder erzähl uns mal von einem ganz frühen Beginnen. Wo bist du geboren? Wo bist du wirklich aufgewachsen? Und war damals so ein bisschen Unternehmertum schon ein Ding für dich oder hat sich das erst entwickelt? Ja, also meine Eltern sind aus Polen und sie sind nach Österreich umgezogen vor ungefähr 35 Jahren. Ich bin in Wien geboren. Und für mich und Themenum kommt sicher von meinen Eltern. Also vor allem mein Vater ist selbstständig. Der hat mir immer gesagt, ich soll selbstständig sein. Der hat mir immer gesagt, ich soll nie angestellt sein, sondern irgendwas selbst gründen. Und meine Eltern sind halt extrem supportive. Ich wohne ja auf der anderen Seite der Welt jetzt gerade. Ich bin aufgewachsen in einem Umstand, der halt wirklich supportive war, um halt irgendwas selbst zu machen. Cool. Mhm. Und während der Schulzeit, was wolltest du da werden? Fußballspieler wahrscheinlich. Also während der Schulzeit, ehrlich, muss ich sagen, nicht unbedingt irgendeine Idee gehabt, was ich machen wollte. Wie ich in die Uni gegangen bin, hatte ich auch noch weiterhin keine Idee. Ich habe mir damals, wie ich 18 war und meine Matura gemacht habe, habe ich mir ein Buch besorgt mit jedem einzelnen Studiengang. Und ich habe alle Seiten ausgerissen, die ich nicht machen wollte. Und das Letzte, was übergeblieben ist, war Economics and Management. Und danach habe ich halt den Sales Master gemacht, der auch sehr, sehr broad ist. Also International Management war das dann, weil ich noch weiterhin nicht wirklich wusste, was ich machen will. Und deswegen, um ehrlich zu sein, arbeite ich auch in einem Accelerator, weil statt auf einer Idee zu arbeiten, kann ich jetzt mit 30, 40 Firmen jedes Jahr arbeiten und das ist halt das Coole. Und wie war da auch der Schritt zum Accelerator? Also bist du direkt vom Startup dann quasi zu Startbase oder gab es da noch einen Schritt dazwischen? Ja, voll. Also ich hab eben zuerst bei einem Startup gearbeitet, das eben 2-3 Leute groß war.
Dann wurde ich auch angestellt in einem anderen Startup, wo wir 4 Millionen geraced haben und dann nochmal 14 Millionen an Funding bekommen haben. Und von einem Team von 8, 9 Leuten sind wir gewachsen auf fast 100 Leute. Und das war richtig cool. Aber nachdem wir halt schon so viel dann Funding hatten und nachdem wir schon so viele Leute waren, wollte ich eigentlich nochmal tiefer gehen in die frühen Zeiten von einem Startup. Und ich habe damals meinen Job gekündigt. Ich bin aus Australien ausgezogen. Ich hatte nicht mal ein Visa in Australien, bin um die ganze Welt herumgereist für 2, 3 Monate. Und dann hatte ich wieder Lust, irgendwas zu machen. Und ich habe mir gedacht, wie helfe ich jetzt 30, 40 Startups jedes Jahr, anstatt nur an einem zu arbeiten? Und ich habe mich damals echt an allen Acceleratoren auf der ganzen Welt beworben. Also wirklich von San Francisco nach Tel Aviv, nach Südafrika und so weiter. Ich hab weiterhin noch meinen Google Sheet mit 100 Firmen da drauf, wo ich jeden einzelnen einfach eine Code-E-Mail geschickt habe. Und lustigerweise habe ich dann einen Job bekommen wieder in Sydney. Und meine Freundin hat gemeint, wieso bist du jetzt wieder in Sydney? Eigentlich wollten wir zusammen irgendwo anders hinziehen. Und dann hat es mich wieder zurückgezogen. Okay, spannend. Und auf LinkedIn steht auch, du bist Founder von Paddlepot. Was hat das damit auf sich? Ja, also ich bin eine sehr produktive Person. Also wenn auch immer ich jemanden sehe, der eine Inbox hat mit hunderten von E-Mails, das Erste, was ich mache, ist ihnen helfen, irgendwie das Beste zu machen oder den Kalender besser zu managen und so weiter. Und ich habe das schon über Jahre und Jahre gemacht. Und vor 2 Jahren habe ich mein eigenes Startup oder Firma gegründet, wo ich einfach Leuten eben helfe, produktiver zu sein, vor allem mit so diesen Standardsachen. Jede Person bekommt halt einen Laptop am Anfang bei der Arbeit, aber niemand erklärt dir, wie du einen Laptop benutzen sollst. Niemand hat dir jemals erklärt, wie du eine Inbox verwenden sollst. Und das ist ein Paddlepot, das ist ein Kurs jede 3 Monate, wo ich ungefähr 40 bis 100 Leute habe, die halt ein bisschen produktiver sein wollen. Hast du da einen Tipp für unsere Zuhörer? Was wäre so die eine Sache, die man umsetzen sollte, wenn man sich auf eine fokussieren müsste? Eine Sache. Ich denke gerade drüber nach. Control Command Space. Wenn du auf einem MacBook bist. Es gibt dir einen Instant Emoji Shortcut. Also du kannst Emojis überall verwenden. Liebe ich. Eine einfache Sache, ja. Aber du nochmal jetzt zurückgehen, wenn du sagst, okay, du siehst jemanden mit einer vollen Inbox. Was rätst du dem dann? Oder ja, dann? Voll. Also ja, yeah, das ist. Also ich habe einige Sachen da. Die meisten Leute, die das Problem haben, investieren zum Beispiel in ein Tool wie Superhuman. Superhuman kostet 30 US-Dollar, glaube ich, pro Monat. Dann sage ich immer, ich kann dir einen kleinen Hack geben, der dir $400 im Jahr spart. Und du kannst einfach auf Gmail auf die Settings gehen und suchen nach Shortcuts und Shortcuts enablen, weil sie bei Default sind sie disabled. Und da bekommst du automatisch alle Shortcuts auf Gmail, die du nie wusstest, dass du hattest. Und wenn du die Shortcuts enablest, ich kann dir tausende von Shortcuts jetzt gerade sagen, aber der einzige, den du wirklich brauchst, ist dann einfach ein Fragezeichen. Einfach nur Fragezeichen in die Inbox reindrücken und dann zeigt er dir alle Shortcuts. Okay. There you go. Mhm. Gut. Zurück zum Accelerator-Dasein. Du hast schon angesprochen, was dich reizt, ist, dass du dadurch viele Startups unterstützen kannst und nicht nur eines. Wie schaut das dann konkret bei euch aus? Also wenn ich jetzt ein australisches Startup bin, warum sollte ich bei Startmate dabei sein? Ja, voll. Zwei Sachen. Die erste Sache ist wegen unserer Mentoren. Alle unsere Mentoren sind Gründer und Ex-Gründer. Alle unsere Mentoren haben investieren persönlich Geld in den Accelerator. Und das ist halt das Wichtige, das ist eben dieses Skin-in-Game-Konzept, wo du weißt, dass diese Mentoren nicht einfach dir ein bisschen was sagen und du siehst sie nie wieder und sie haben halt null Accountability, was sie dir überhaupt raten.
Und du weißt, dass sie es selber schon mal gemacht haben. Das ist halt auch das Wichtige. Und es kommt halt wirklich von Leuten, die halt irgendwas in Büchern gelesen haben, aber die halt wirklich durchgelebt haben. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist eigentlich die, wieso Accelerator selber ein gutes Modell ist, sind. Und das ist, weil du dich mit anderen Gründern umgibst, die halt in derselben Phase sind wie du. Und das ist halt echt wichtig, weil als Gründer ist es halt so oft, dass du extrem, dass du halt niemanden zum Reden hast, dass du halt nicht weißt, was gut und schlecht ausschaut, weil du, wir sagen immer, being a founder is the loneliest job, weil du einfach niemanden um dich herum hast. Und das ist eigentlich das Wichtige. Du hast wirklich eine Gruppe von 20, 30 Leuten, die halt in derselben Phase sind, dieselben Probleme hat. Und Startups sind extrem schwer. Seid ihr sektoragnostisch oder habt ihr einen Fokus? Auch welche Phase haben die Startups, wenn sie zu euch kommen? Ja, voll. Also wir sind sektoragnostisch. Wir investieren in alles von Software bis Hardware, Rocket Space, alles Mögliche. Wir haben ungefähr 50% Hardware für Software Startups. Bei uns in die Kohorten 15 Startups ungefähr jede 6 Monate. Das Programm dauert selber 3 Monate. Und von einer Stufe oder Phase her, wir investieren so früh wie möglich. Also wirklich, wenn die Startups kein Produkt haben und wenn sie erst ihr erstes Produkt haben. Aber das heißt auch, dass wir alle möglichen Stufen haben. Also wir investieren immer in die besten Gründer oder nicht mal die besten, sondern die most ambitious Founders, sagen wir immer. Weil das ist eigentlich das Wichtige. Wir wollen in Leute glauben und nicht an die Produkte. Weil das Produkt wird sich noch 15 Mal ändern. Aber es geht wirklich um den Gründer selber. Das finde ich spannend und Markus und Janache. Wir wählen ja auch jedes Semester Fellows aus für unser Entrepreneurial Leadership Programm und es ist auch ein sehr komplexer Prozess, weil wie kannst du wirklich herausfinden, ob jemand ambitious ist, ob er motiviert ist? Was sind so Indikatoren, auf die ihr schaut? Gibt es da irgendwelche spezifischen Themen, die euch besonders wichtig sind oder wo ihr sagt, an denen könnt ihr jetzt auch mit eurer Erfahrung aus den letzten 13 Jahren sagen, dass das muss ein Gründer haben, um wirklich Potenzial auch zu haben. Ja, voll. Also zwei Konzepte hier. Das erste ist, niemand wird mit Ambition geboren. Es ist nicht so, als ob du jetzt plötzlich geboren wirst und plötzlich du bist eine ambitionierte Person, du bist keine ambitionierte Person. Ambition selber ist halt ein Prozess. Es ist der Prozess von wegen, es läuft etwas gut und wie reagierst du dazu? Oder irgendwas läuft schlecht, wie reagierst du dazu? Und das ist halt das extrem Interessante. Wenn etwas gut läuft oder wenn etwas schlecht läuft und du reagierst mit, okay, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr oder es will größer sein, das ist Ambition und das ist etwas, was wir suchen. Und das zweite Konzept bei uns mit Ambition ist eigentlich Ambition, aber jede Person hat eine andere Ambition. Und es gibt ja keine Ambition von wegen, eine ist besser als eine andere. Es geht eigentlich nur eine, die halt fokussiert ist. Und der Fokus ist immer on Customers. Und es geht wirklich darum, also wir nennen das eben Customer Obsession. Aber wenn du wirklich so ambitioniert bist, dass du dieser Personengruppe so extrem helfen willst, dass du alles über sie weißt, you don't shut up about them, because you just keep talking about them. Das ist das extrem Coole für uns. Und um ehrlich zu sein, wir investieren in so viele Startups, ich habe keine Idee, ob das eine gute Idee ist, aber ich kann an die Person glauben, dass sie es schafft, eine Firma daraus zu machen. Gibt es neben der Ambition noch einen anderen Indikator, der für euch sehr wichtig ist bei der Auswahl der Startups? Also eben Customer Obsession ist wirklich bei uns das Größte. Es gibt vielleicht noch ein anderes Konzept, aber das ist halt ein bisschen, es ist einfach und schwer, das zu finden in einem Gründer. Und es geht um das Konzept von wie du zu Feedback reagierst. Und das ist halt extremst interessant. Wo viele Gründer, also es gibt drei verschiedene Gründer. Der erste Gründer bekommt extrem viel Feedback und sagt gar nichts, will gar nichts damit zu tun haben, hört er nicht mal zu und das funktioniert halt nicht.
Der zweite Gründer, und das funktioniert noch schlechter, hört alles Feedback und probiert alles dann einzuleiten und probiert einfach alle Lösungen zu finden und and tries to make everybody happy. Und das funktioniert auch nicht. Und die besten Gründer sind die Gründer, die einigen Leuten zuhören und dann sagen, okay, das sind die 20% vom Feedback, die wirklich wahr sind. Und ich probiere jetzt das eben einzuleiten. Und das sind die 80%, sorry, aber jetzt ist gerade das Timing nicht richtig oder das ist nicht relevant. Und das ist halt was, woran man eigentlich sucht. Ja, das ist halt nochmal so ein Datenpunkt. Ja. Ja. Das sagen wir auch oft und das sehen wir auch oft. Wir machen Entrepreneurship-Wochen in Schulen. Und bevor wir in die Feedback-Session gehen, versuchen wir auch immer den Schülerinnen schon zu übermitteln. Da kommen jetzt Leute rein, die werden ganz viel Feedback haben, aber im Endeffekt hört sich das an und entscheidet dann für euch selbst, was ihr davon annehmen wollt und wo ihr eigentlich bei eurer Entscheidung bleiben wollt, weil es ist euer Produkt, es ist eure Dienstleistung und ihr wisst am besten quasi, wie das Produkt im Endeffekt aussehen sollte. Aber ich glaube, das ist auch etwas, das lernt man mit der Zeit und das ist oft was, womit ganz viele GründerInnen am Anfang strugglen, weil einfach so viel Input von allen Seiten kommt und du noch so diese Idee, noch so ein quasi fragiler Samen ist, der gerade erst losstartet und du erst mal lernen musst, wie du wirklich damit umgehst. 100%ig. Wenn man sich jetzt so deine letzten Jahre anschaut, dann ist ein roter Faden sicher das Thema Growth. Mit den Startups, mit denen du quasi mitgewachsen bist, jetzt aber auch mit dem Accelerator, wo ja im Zentrum steht, dass man Startups beim Wachstum hilft. Wie hat sich auch dein Blick auf Growth verändert in den letzten Jahren? Ja. Die größte Änderung, würde ich mal sagen, ist, viele Leute realisieren halt nicht, was wirklich Startup Growth heißt und bedeutet. Und viele Leute denken sich, dass du eine Firma gründen kannst und halt wachsen kannst und das ist halt ein Startup. Aber statistisch gesehen ist halt 90-99% Startups funktionieren halt nicht, weil sie nicht schnell genug wachsen. Und ich finde, dieses Konzept ist extremst interessant, weil ich halt schon so viele Startups gesehen habe, wo Startups können schnell wachsen. 30-40% jedes Jahr, das ist ein extremes Wachstum. Aber in einer Startup-Welt ist es halt nicht genug, wenn du halt Cash-Burning bist und halt kein Geld hast nach einer oder zwei Jahren, sind halt 30-40% Wachstum pro Jahr nicht gut genug. Obwohl das Objektiv ein extrem gutes Unternehmen ist und extrem gute Firma, aber von meinem VC und Venture Capital Mindset bekommst du halt das Geld nicht, wenn du halt unprofitabel bist. Und das ist halt ein interessantes Thema von wegen Wachstum, wie schnell du eigentlich wachsen musst. Also das sagen wir auch unseren Gründern halt die ganze Zeit, in idealen Welt, in den ersten 5 Jahren verdreifachst du und dann verdoppelst du. Und das ist dein Revenue über die ersten 5 Jahre. Und das ist halt schon eine extrem krasse Idee, also wenn man das machen kann und nicht viele Startups können das. Und jetzt aus der persönlichen Perspektive gesprochen, du wirkst mir jemand, der, also hast jetzt schon angesprochen, verdreifachen, verdoppeln. Auf der Ebene mit StartMed, wie misst du da deinen persönlichen Erfolg? Wann sagst du, okay, ihr erreicht das, was ihr euch vornehmt? Also wir sind auch extrem ambitioniert. Das ist auch ein lustiges Konzept von wegen. Accelerators und VC-Funds sind ein lustiges Konzept. VC-Funds, die Ironie von VC-Funds ist, dass sie ein extrem altes Businessmodell genommen haben, Revenue bekommen jedes Jahr für 10 Jahre und nie eigentlich selber irgendwie innovieren müssen. Obwohl sie jetzt die Firmen jetzt investieren, die halt extremes Wachstum und extreme Innovation haben. Und das ist halt so die Ironie von Acceleratoren und VC-Funds. Bei StartMed selber, ja, wie du eben gemeint hast, also wir sind extremst gewachsen, vor allem in den letzten 3 bis 5 Jahren, weil ich halt extreme Ambitionen habe für was wir machen können und wie wir Australien und Neuseeland wirklich verändern können. Bei mir die Ambition ist halt wirklich, dass wir Technologie als größten Sektor in Australien und Neuseeland haben, wo wir das wirklich exportieren können
und wo ich und StartMate wirklich einen prozentuellen Unterschied machen kann zu einem, unserem ganzen Wachstum vom Land her, also wirklich von einer GDP-Perspektive. Australien selber ist ja relativ klein, wir sind nur 25 Millionen Leute. Und wir haben jetzt schon, also wir haben vor 10 Jahren haben wir halt 10, 20 Gründer gehabt pro Jahr. Dieses Jahr selber werden wir wahrscheinlich fast 2000 Leute haben, die durch StartMate gehen. Und wenn du das wirklich konsistent hast über die Jahre, ist es jetzt mittlerweile auch schon so, dass du eigentlich in jedes Startup in Australien und Neuseeland gehen kannst und irgendjemand, der durch StartMate durchgegangen ist, wird dort in der Firma arbeiten. Und meine Ambition ist wirklich so, dass ich einen Alumni-Club habe in jedem einzelnen Startup in Australien und Neuseeland, wo jeder eigentlich zurückkommen will und den nächsten Gründern und der nächsten Generation dann aushelfen will. Sehr stark. Wie kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben ins australische Startup-Ökosystem? Wer sind dort so die bekanntesten oder die größten Startups? Gibt es da gewisse Sektoren, die besonders spannend sind oder auch besonders viel Potenzial haben, dadurch, dass sie in Australien sind? Ja, voll. Also ich weiß nicht, wie viele Namen halt was heißen. Also wir haben mittlerweile 30 oder 40 Startups, die im Milliardenbereich sind. Eins der bekanntesten, vor allem für alle Developer, die zuhören, ist Atlassian. Also wenn du mit Jira arbeitest, zum Beispiel, das ist ein australisches Startup. Mike Cannon-Brooks und Scott Farquhar sind die zwei Gründer, die halt auch extremst beteiligt sind an allen möglichen VC-Funds. Und sie werden auch eigentlich Mitgründer von StartMate selber. Wir haben vorhin über Perth geredet, weil du in Perth studiert hast. Das größte Startup Australiens gerade ist Canva, von meiner Designperspektive, wenn du ein Design machst. Die Firma selber ist, glaube ich, mittlerweile 40 Milliarden US-Dollar wert. Also wenn sie wirklich auf dem Australian Stock Exchange wäre, wäre es die drittgrößte Firma im ganzen Land. Was auch extrem Wahnsinn. Ist eigentlich. Es sind drei Gründer, die aus Perth gekommen sind. Perth, eigentlich kleine Stadt auf der anderen Seite von Australien. Es sind 4 Stunden Flug von hier, von Sydney. Und jetzt haben sie eine Firma von über 1.000, 2.000 Leuten weltweit aufgebaut. Extremst cool. Ja, also deren Geschichte finde ich auch super spannend. Ich kann mich erinnern, ich war im 2016 in Perth und habe damals schon erste Präsentationen mit Canva gemacht. Und damals hat es in Österreich noch keiner gekannt und auf der Uni waren alle ganz impressed, wie schön die Designs sind. Aber mittlerweile hat Canva ja auch ein österreichisches Startup gekauft, Kaleido. Und die Gründerinnen werden auch in ein paar Wochen nach Wien kommen. Also ich glaube, sie sprechen beim For Game Changers Festival und der CPO wird auch am 31. Mai mit uns ein gemeinsames Event machen. Also wenn wer zuhört und die Geschichte kennenlernen möchte tiefer, dann da gerne vorbeikommen. Ja, alle drei von dem extrem, extrem cool, also definitiv worth it. Cool. Und von den, also das war jetzt beides Design, aber auch IT-lastig. Gibt es noch sonst irgendwelche spannenden Sektoren? Ich meine, Australien ist ja eigentlich ein Mining-Land und auch, glaube ich, wirtschaftlich sehr abhängig von dieser Industrie. Gibt es einen anderen Sektor, den sich Australien vielleicht auch von einer quasi gesamtpolitischen Perspektive her als Steckenpferd genommen hat, um hier Innovationen voranzutreiben und auch quasi wirtschaftlich unabhängiger zu werden? Ja, voll. Also eben die drei größten Industrien gerade in Australien sind Mining, Banking und eben Technologie. Interessanterweise aber die zwei Industrien, die ich extrem interessant finde und Australien jetzt, wie du gemeint hast, eben ökonomisch unabhängig werden will, sind zwei. Der erste ist Aerospace. Also wir haben zwei Rocket Startups hier. Eins in Neuseeland, das heißt Rocket Lab. Das andere an der Gold Coast in Australien heißt Gilmour Space. Und die bilden halt ihre eigenen Rockets jetzt gerade. Also think SpaceX eben. Und das ist extremst cool. Und wir haben noch ein paar andere eben in Satelliten, Space und so weiter, weil Australien eigentlich ziemlich gut gelegen ist zum Rocket Launchen. Und die andere Industrie, die extremst populär ist, jetzt gerade was extremst gut ist, ist halt Renewable Energy. Also alles Mögliche zu tun mit eben Solar Energy,
Wind Energy etc. Das ist halt extrem spannend. Da haben wir auch extrem viele Startups als in dem Bereich. Macht beides so viel Sinn. Also ich meine, in der Mitte des Landes ist ja so viel Platz. Einerseits für Solar und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn du dann deine eigenen Rocket Ships dort starten lassen möchtest. Von dem her sehr, sehr spannend. Da war ja diese Woche eine japanische Mondlandung, die versucht wurde, wo jetzt die schiefgegangen ist. Also bin gespannt, vielleicht kommt da das nächste dann, die nächste private Mondmission aus Australien. Fingers crossed. Du schreibst ja auch einen Newsletter, der ziemlich erfolgreich ist, den ich unter anderem auch abonniert habe, und der heißt Batco OS, The World is a System. Was für eine Bedeutung haben Systeme für dich? Siehst du die Welt als System oder geht es da eher ums Betriebssystem? ja, also ich schreibe den auch schon mittlerweile seit 2-3 Jahren. Und ja, genau, also ich sehe ganz die Welt als System. Und du kannst, wieso habe ich den Newsletter jetzt überhaupt gestartet? War eigentlich die Frage, vor 3-4 Jahren, also für 4-5 Jahren habe ich den Accelerator auch damals selbst gelaufen. Also hatte ich eben die 15 Startups um mich herum und ich habe die ganze Zeit dieselben Fragen bekommen und ich habe mir gedacht, wieso schreibe ich das nicht einfach mal runter, statt halt die ganze Zeit dasselbe zu antworten. Und das war eben das erste so System im Sinne von, okay, schreibe ich halt einen Blogpost drüber oder einen Newsletter und dann kann ich halt den Leuten den schicken und nicht immer dasselbe über dasselbe sagen. Und dann habe ich halt alle möglichen eben, also System. System kann ja auch eine Checklist sein oder System kann ja auch irgendwas sein, was du halt die ganze Zeit verwendest. Einer von meinen Blogposts, der extrem resoniert hat mit Leuten, ist eigentlich, wie man überhaupt ein gutes One-on-One macht. Also wenn du einen Direct Report hast und jemanden auf dem Team, wie schaut das überhaupt aus, wenn du jede Woche oder jede 2 Wochen eben ein Catch-up hast, worüber solltest du überreden? Und ich habe einfach mal runtergeschrieben über alle meine Erfahrungen, was ich von anderen Leuten gehört habe, und das verwenden jetzt extremst viele Leute. Die andere Sache, die ich auf meinem Blog habe, ist auch ziemlich interessant, eben das System, System von Lernen eigentlich jetzt eigentlich interessant. Und zu dem Thema, das ich vorhin angesprochen habe, von wegen es ist ziemlich einsam, ein Gründer zu sein. Genauso ist es ziemlich einsam, ein CEO zu sein. Und du hast ja nicht viele Leute, von denen du überhaupt lernen kannst. Also zum Beispiel mein System zum Lernen war auch, habe ich dann auf meinem Blog geschrieben, wo ich 15 CEOs, die ich respektiert habe, habe ich denen nach 30 Minuten gefragt. Und dann habe ich alle Fragen gefragt und habe dieselben Fragen eben allen 15 CEOs gestellt, von wegen, wie machst du die Strategie, wie setzt du deine Ziele, wie kommunizierst du schwere Informationen zu deinem Team und so weiter, weil ich einfach selber lernen wollte. Aber das Coole war halt, ich habe das alles dann auf den Blog draufgeschrieben und dann haben halt alle Leute mit mir mitgelernt bei der ganzen Untersuchung. Du, und wenn du sagst, das waren jetzt die 15 gleichen Fragen, war das eher eine Monokultur oder gab es da auch sehr unterschiedliche Approaches, wie sie mit bestimmten Challenges umgegangen sind? Ja, also extremst Unterschied. Ja, es gab ein paar Sachen, die halt ähnlich waren bei allen CEOs und es gab extremst coole verschiedene Approaches da, wie das Leute machen. Vor allem beim Ziele setzen war es extremst lustig, weil das Framework, das wir halt alle haben, ist halt das OKR-Framework von Google, Objective Key Results and Objective Key Results and ich weiß gar nicht, was das dritte ist. Das Lustige ist halt, das ist das erste Zielsetz-Framework, das alle bekommen. Aber alle hassen OKRs. Ich hab erst eine einzige Firma getroffen, die das wirklich über Jahre hinweg gemacht hat. Sonst hat jede einzelne Firma das probiert und nach 3 bis 6 Monaten haben sie es aufgegeben und haben sie es umgeändert. Und das fand ich halt extremst interessant. Und dann, was haben sie danach gemacht, war auch extrem interessant. Und das fand ich eigentlich das Coole. Jede Firma hat dann ihr eigenes Framework gebildet, um Ziele zu setzen. Und das Interessante daran war, dass es extremst kulturspezifisch war.
wenn eine Firma eine Designfirma war oder mit mehr Themen gearbeitet hat, haben sie dann wirklich das in die Ziele auch reingesetzt, dass du wirklich so Themen hattest über über 3 Monate hinweg. Wenn eine Firma zum Beispiel mit Schulen gearbeitet hat, ging es viel mehr darum, mit Schulzeiten zum Beispiel zu arbeiten und mit Deadlines und so weiter. Und das fand ich halt interessant, dass alle irgendwie im selben Punkt begonnen haben, aber dann halt komplett anders gelandet sind. Spannend. Und hast du für deine eigene Zielsetzung im Unternehmen da etwas mitgenommen, was du dann angepasst hast? Ja, extrem. Also wir haben es auch schon 3-4 Mal umgeändert. Das Framework, das wir gerade extrem mögen, also ist bei uns, ist es kulturspezifisch. Bei uns, weil wir halt Kohorten haben, die über 3 Monate hinweg gehen und dann haben wir eine 3-Monate-Selection-Process und dann wieder 3 Monate, ist bei uns die kulturelle Zielsetzung ist in 6 Monaten eigentlich. Und das war auch schon interessant, einfach mal die Umänderung zu haben, statt 3 Monate halt 6 Monate. Und die andere, die wir hatten, ist wir nennen das Narrative Commitment und Task. Narrative geht es wirklich darum, dass du ein Ziel setzt und eine Narrative hast, wieso es wichtig ist. Das zweite ist Commitment, also statt bei einem OKR selber Stretch-Ziele zu setzen und 70% ist gut und 100% ist abnormal gut und jeder bringt sich halt um die 100% zu schaffen und dann schaffen sie es und dann gehst du zum nächsten Ziel und nächstes Ziel, haben wir das genannt Commitment. Commitment heißt wirklich so als Team, was machen wir 100%ig, das machen wir und danach kannst du trotzdem noch ein Stretch-Goal setzen und so weiter, aber wenn du ein Commitment machst, ist das interessant, weil du weißt, dass das passieren wird über die nächsten 12 Monate und dann kannst du viel besser planen. Und dann Task selber ist auch interessant, wo du einfach eine ganze Laundry-List von Tasks machen musst, aber du musst sie nicht abhaken, sondern das sind nur fast das Menü, um die Commitments zu schaffen. Also das ist gerade das Framework, das wir verwenden. Mhm. Sehr spannend. In deinem Newsletter hast du auch vor ein paar Wochen mal über deine persönliche Podcast-Historie gesprochen und dass das begonnen hat mit einer für dich sehr peinlichen Episode bei This Week in Startups, also einem der wahrscheinlich bekanntesten Podcasts weltweit, in die du, ist ja auch mal cool, dass man überhaupt dort hineingeladen wird, aber du hast dann eben die Erfahrung gemacht, dass du nicht happy warst mit dem Ergebnis und bist es dann recht strukturiert angegangen, dass du sagst, du möchtest besser werden im Podcast. Was war dein Approach, wenn unsere Hörer und Hörerinnen sich jetzt denken, ja, sie wollen auch mal bei Future wirklich Gast sein, was würdest du ihnen mitgeben? Das Erste ist wahrscheinlich, das ist mein erstes Podcast-Interview gerade auf Deutsch. Ich habe noch nie ein Podcast-Interview auf Deutsch gehabt. Das hört man wahrscheinlich auch, weil ich schon seit Monaten kein Deutsch mehr gesprochen habe. Und zu deinem Punkt, ja, also ich wurde eben mit Jason Calacanis Podcast eingeladen vor 5 Jahren. Das war wirklich mein erster Podcast ever. Und das war auch extrem peinlich. Auf jeden Fall, nach der ganzen Peinlichkeit habe ich wahrscheinlich für 6 oder 12 Monate nie wieder einen Podcast gemacht. Und dann nach einem Jahr habe ich gemeint, okay, ich muss jetzt wieder mal versuchen. Und dann habe ich halt wahrscheinlich so 10, 20 verschiedene Podcasts gemacht. Aber dann habe ich halt gemeint, okay, cool, ich bin auf verschiedenen Podcasts, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt gut bin, ob das überhaupt interessant ist, wie ich überhaupt besser werden kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wäre es cool, jetzt einfach mal alles durchzuhören und die besten Sachen und die schlechtesten Sachen aus meinem Podcast rauszusuchen, um halt das nächste besser zu machen. Aber ich hasse es, meine eigene Stimme zu hören. Also habe ich ein Tool besorgt, das ist ein australisches Startup, kann ich empfehlen. Heißt Dovetail. Dovetail selber ist ein Tool eigentlich für Customer Research, also ist extrem interessant für Customer Research, aber ich habe es halt repurposed für mein eigenes Research von Podcasts. Und das Coole ist, ich konnte alle Podcasts runterladen, auf das Tool draufgehen. Es transcribed halt den ganzen Text von allen deinen Podcasts. Du kannst dann die ganzen Snippets nehmen und raussuchen, was gut, was schlecht ist. Und dann habe ich wirklich Themen rausgesucht, worüber ich gerne rede, was meine guten Stories sind, etc. Und dann, der letzte Schritt war, also es gibt auch dieses Konzept von
Zettelkasten, einen Zettelkasten bilden. So wie in der Schule, wie man damals eine Sprache gelernt hat. Du hattest einen Zettelkasten mit einem Wort drauf und auf der anderen Seite hattest du ein Wort mit der anderen Sprache drauf und du hast halt Vokabeln gelernt. Und dasselbe Konzept kannst du eigentlich an allen Sachen im Leben verwenden. Und ich habe mir einen eigenen Zettelkasten gebaut, eben online. Also das Tool, das ich verwende, ist Remnote. Und dann habe ich eben die ganzen Stories aufgeschrieben und damit ich die Stories, die ich erzählen will, jede Woche halt die übe. Sehr cool. Das klingt so, also ich muss jetzt einmal nachfragen. Du machst deinen eigenen Newsletter, den du anscheinend sehr regelmäßig schreibst. Du hast vor nicht so langer Zeit ein eigenes Startup noch gegründet mit dem, oder auch Beratung, womit du anderen dabei hilfst, produktiver zu werden. Plus du bist CEO vom größten Accelerator Australiens und Neuseelands. Was ist dein Secret Hack? Wie managst du deine eigene Zeit? Wie setzt du vielleicht auch Prioritäten, damit sich das alles auch in den 24 Stunden, die der Tag so hat, ausgeht? Es ist ein System. Und das System selber, ich glaube, mein erster Blogpost ever war eigentlich über das System, das ich verwende auf der, jede Woche. Ich habe das von einem Startup eigentlich damals übernommen und wir nennen das Adrolo OS oder Adrolo Operating System. Und es ist eigentlich das Konzept von jede einzelne Woche, ich habe das schon seit 5-6 Jahren jetzt gemacht, jede einzelne Woche am Sonntagabend oder Montag in der Früh setze ich mich hin und schaue, was sind die wichtigsten drei Sachen, die ich diese Woche machen muss. Und dann blocke ich Zeit in meinem Kalender, um diese drei Sachen zu machen. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Ich schreibe dann eine E-Mail an mein ganzes Team. Hey, das waren die drei Sachen von letzter Woche. Das, was ich gemacht habe. Das sind meine drei Sachen für nächste Woche. Dann sage ich noch Danke an ein paar Leute, Kudos und was ist mein Highlight von meiner Woche. Mein ganzes Team bekommt das E-Mail und das ist halt meine Accountability an mich selber als CEO, aber auch an mein Team, damit sie wissen, wie sie mir helfen können und was halt wichtig ist für mich. Und darüber habe ich noch ein anderes Konzept, das heißt Elephants. Also wir haben eine Elefantengruppe. Und das sind meine zwei ältesten Schulfreunde, also eben noch aus Österreich, aus dem Theresianum. Sie habe ich gekannt, seitdem ich 10 Jahre alt war und wir sind halt zu dritt in einer Elefantengruppe, so ein Slack-Channel und wir setzen uns Ziele. Wir setzen uns Ziele über 10 Jahre und dann über 3 Jahre, über ein Jahr und über 6 Monate. Und die Ziele sind halt von Work, Intellectual, Health, Sport, Financial, Family. Und wenn du das mal hast, dieses Konzept von 10 Jahren, ist halt interessant, wie man sich gegenseitig unterstützen kann oder gegenseitig pushen kann. Also das sind zwei meiner Hauptsysteme. Cool. Sehr cool. Und wenn wir jetzt dann so langsam in Richtung Speedround kommen, mich würde interessieren, du hast ja gemeint, du hast diesen Zettelkasten mit den besten Insights, den besten Stories eben für Podcasts. Gibt es da irgendetwas, was wir jetzt noch nicht gefragt haben, was aber besonders spannend wäre vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen? Oh, jetzt fragst du nach allen meinen Quotes, aber jetzt fällt mir gerade nichts ein. Nein, wir hatten, glaube ich, schon ein paar gute Stories. Gut so. Hanna, hast du noch etwas, bevor wir in die Speedround gehen? Nein, ich glaube, ich habe schon einige Personen im Kopf, die nach Australien gehen, die ich gerne mit dir vernetzen würde. Und definitiv etwas auf der Bucketlist. Oder vielleicht noch eine Frage. Wenn man nach Australien kommt und dort sich im Startup-Ökosystem, das Startup-Ökosystem kennenlernen möchte, was wäre so der erste Go-To-Place? Weil ich nehme an, zu euch kommt man erst, wenn man schon einen Schritt weiter ist und quasi eine konkrete Idee hat, die man umsetzen möchte. Wo startet man? Ja, voll. Also bei StartMed selber ist eigentlich eh interessant, weil wir haben jetzt mittlerweile eben 10, 15, also wir nennen das Fellowship-Programme, wo wenn du wirklich in einem Startup arbeiten willst, kannst du dann. Wir haben ein Women Fellowship, ein Student Fellowship, wir haben dann Product Customer Success Marketing Fellowships, wir haben sogar industry-spezifische Climate Fellowship etc. jetzt auch, also wirklich so zum Starten. Und dann haben wir, wenn du mal was gründen willst, haben wir einen Launch Club, wo du wirklich komplett
etwas beginnen kannst. Und dann haben wir den Accelerator selber, wo wir 120.000 Dollar investieren. Und dann haben wir halt noch alle möglichen Funds danach. Also theoretisch kann man total bei Startment auch anfangen. Die andere Antwort wäre, um ehrlich zu sein, würde ich gleich in einen Coworking Space gehen. Hier in Australien gibt es halt in jeder Stadt wahrscheinlich so 10, 15 verschiedene Coworking Spaces. In Sydney selber hat man gerade eins direkt im Stadtzentrum selber, das heißt Sydney Startup Hub, und das sind halt extrem viele Unternehmen und ist auch extremst gut gelegen, gleich in der Stadt drin. Sehr cool. Und vielleicht noch eine Sache, die eine kleine persönliche Geschichte ist von mir. Und zwar, als ich in Australien war, das war so mein erster Touchpoint auch mit dem Startup-Ökosystem. Und mir wurde ein Buch geschenkt von einer australischen Firma, die heißt Thank You. Das waren im Endeffekt drei GründerInnen in Sydney, die oder drei Studentinnen eigentlich, die gesagt haben, sie wollen nicht, dass mehr Wasserflaschen einfach nur von Nestle etc. verkauft werden, sondern im Endeffekt verkaufen wir doch Wasserflaschen und geben den gesamten Profit davon an Charities, die Wasserprojekte auf der ganzen Welt machen, Charity-Projekte. Und ich fand das Konzept ziemlich cool und habe gesehen, dass die sehr stark gewachsen sind, zu einem großen Social Business. Vielleicht ein ganz kurzer Ausblick noch, wie sieht es im Social Entrepreneurship Sektor in Australien aus? Ist Thank You noch immer hier aktiv? Und ja, kannst du dazu noch abschließend was sagen? Ja, voll. Also, Thank You selber kenne ich leider nicht. Ah, Aber spannend. im Social Entrepreneurship Sektor haben wir auch ziemlich viel los. Also ist bei uns vor allem im Climate Sektor ist gerade extrem viel Geld. Also auch weil Leute das sponsern wollen, auch wenn es noch kein Geld macht und halt mehr so die soziale Initiative ist. Und wir haben ziemlich viele Angel-Investoren, die wirklich dann investieren in irgendwelche sozialen Gründe. Bei uns die zwei großen Themen sind vor allem Frauen in Startups zu bekommen, weil in Australien die Quoten extrem niedrig sind. Und das zweite ist Aboriginals. Und da hat Australien halt die ganze Geschichte von wegen von Aboriginals und Einwanderer. Und das ist halt auch ein großes soziales Thema bei uns. Sehr spannend. Cool, vielen Dank. Ich glaube, damit können wir in die Speedround starten. Markus, magst du anfangen? Jawohl, Michael, was ist dein größtes Learning? Oh, größtes Learning. Management ist hart. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Lieblingsbuch heißt Courage to be Disliked. Was ist dein bester Lifehack? Lifehack. Sport in der Früh, weil am Abend weiß man nie, was man machen kann. Hast du ein Lieblingsprodukt? Oh, Produkt. Spotify, Classic. Und zum Abschluss, was ist dein Lieblingsschimpfwort? Kacke. Sehr gut. Gut, das bringt uns zu unserem Finale. Und zwar Moonshots und Predictions. Und fangen wir vielleicht mal an mit einer Prediction. Was ist etwas, wo du glaubst, dass es in den nächsten Jahren auf jeden Fall passieren wird? Auch weil es ein extrem großes Thema eigentlich in Australien, aber selbstfahrende Autos. Und es ist extrem viel Research ist schon da drinnen, und ich weiß, in San Francisco fahren die schon rum, weil wir nehmen unsere Startups nach San Francisco. Und es gibt ein paar australische Unternehmen, die extremst gut sind, vor allem in den ganzen Vision-Bereich, also LiDAR Systems etc. Und weiß nicht, in 5 Jahren, aber in 10 Jahren hundertprozentig. Cool. Cool. Und Und was ist. go ahead, Hannah. Und hast du auch einen Moonshot für uns quasi, wenn du in die Zukunft schaust? Was ist dein großer Wunsch? Ja, also unser Moonshot bei Startnet selber ist eine Präsentation, die ich vor 2, 3 Jahren gegeben habe.
eine Stadt zu gründen in Australien selber, also eine Technologiestadt, um 1 Million Leute dort hinzubringen, um Startups zu gründen. Also ich beginne langsam mit einer Ministadt von 700, 800 Leuten in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Und dann haben wir auch schon die nächste Version von 6.000 bis 10.000 Leuten. Also das ist mein Moonshot für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Sehr cool, das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ich meine, in Australien gibt es ja noch recht viel Fläche, die man müsste wahrscheinlich eher ins Landesinnere gehen, aber spannend. Am liebsten würde ich es dann am Strand machen. Aber da möchte ich jetzt schon nachfragen, was heißt das konkret? Ihr habt schon eine Idee, wo diese Stadt sein könnte? Oder ist die Stadt erstmal ein Viertel? Oder wie schaut das aus? Ja, voll. Also die erste Version davon ist innerhalb von einer anderen Stadt ein Technology Precinct zu machen. Also wir haben eben einen Bereich, wo Leute arbeiten und wohnen können und eben alle im Startup-Bereich sind. Das Interessante an Startups und eben zur Ambition ist, oder ein Konzept auch, das ich liebe, ist halt, you are the average of the 5 people around you. Und es geht darum, deswegen funktioniert auch Accelerator so gut, weil du dich wirklich mit Ambition umgibst. Also wir haben die erste Vision eben für 600 bis 700 Leute zusammenzukommen. Und das zweite Konzept, wo wir auch eine größere Fläche schon identifiziert haben, ist eben für 6.000 bis 10.000 Leute. Aber die Idee ist eben, um Leute zusammenzubringen, weil ich habe auch die Konversation schon begonnen auf einem Australien-Niveau und einem Staat, einem Bundesländer-Niveau. Und Bundesländer sind halt so langsam. Deswegen probiere ich das halt selber zu machen. Und wenn wir mal zu dem Standpunkt kommen, dann ist auch das Interessante in Australien, jedes Bundesland will einfach besser sein als das nächste. Deswegen ist es auf der Ebene dann ein bisschen einfacher. Sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir dann in 2 Jahren nochmal einen Podcast machen, wenn dann du hier einen Schritt weiter bist und wir hören von deiner Startup-Stadt. Finde ich sehr spannend. Können wir gerne machen. Sehr cool. Michael, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Australien. Wir sind schon sehr gespannt auf deine nächsten Schritte. Und melde dich gern bei uns, wenn du mal in Wien bist, wenn du mal zurück in die Heimat kommst. Und vielen Dank auch an euch da draußen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch beim Austrian Startup Summit. Leider schon ausverkauft, aber es gibt auch noch eine Warteliste. Und wenn man ganz früh kommt, dann gibt es auch 50 Tickets, um von dieser Warteliste dann doch noch reinzukommen. Also pünktlich sein. Und in dem Sinn noch einen wunderschönen Tag und bis am Donnerstag. Danke. Ciao.